Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Flashgame Zocker und zu einem ganz speziellen Video. Heute, wenn ihr dieses Video am Tag des Uploads anschaut, am 8. August 2021, seht ihr dieses Video nämlich an meinem 20. Geburtstag. Im Himmel, Herrgott, wann bin ich denn so alt geworden? Naja, was auch immer. Zu diesem Anlass möchte ich ein ganz besonderes Video veranstalten, und zwar 20 Fakten über meinen Kanal. Allerdings werde ich dieses Video nicht ganz normal aufziehen, einfach 20 Fakten über meinen Kanal aufzählen, das kann ja jeder. Nein, ich werde das hier als Eisberg strukturieren. Vielleicht kennen manche von euch dieses Konzept ja schon von anderen YouTubern. Ihr kennt vielleicht den Mario64 Eisberg, der ist relativ bekannt. Es funktioniert im Wesentlichen so, dass die Punkte geordnet werden. Die Punkte überhalb von der Wasseroberfläche, das sind noch relativ triviale, relativ gewöhnliche Punkte. Aber je tiefer man unter die Wasserfläche kommt, desto seltsamer und unbekannter werden die Punkte. Und eins könnt ihr mir glauben, in meiner fast 7-jährigen Kanalgeschichte, da haben sich schon so einige seltsame Dinge zugetragen. Aber lasst uns klein anfangen. Beginnen wir über der Wasseroberfläche. Abonnentenentwicklung. Ja, bei den meisten YouTubern dürfte die Abonnentenentwicklung ja ungefähr so einer Linie, vielleicht einer exponentiellen Kurve, vielleicht auch einer gesättigten Kurve entsprechen. Bei mir nicht. Schaut euch das hier mal an. Ihr seht die zwei großen Hubbel. Woher die kommen, dazu kommen wir gleich noch. Ja, die Kurve sieht etwas anders aus als bei vielen anderen YouTubern sicher. Allerdings erkennt man auch was, wenn man hier mal ein bisschen näher ranzoomt, dann sieht man so, bis März 2020 gingen meine Abos nach dem letzten großen Schub zurück, aber seitdem steigen sie wieder. Ziemlich genau seit Beginn der Corona-Pandemie, sicher kein Zufall, weil die ganzen Leute YouTube gucken, mich selbst eingeschlossen. Habe allerdings noch nicht das Niveau erreicht, das bisher mein Höchststand war, so um die 1260 Abonnenten war, glaube ich, mein Höchststand, weiß ich jetzt nicht genau. Ihr könnt ja dran was ändern. Abonniert meinen Kanal. Virale Videos. Ja, das ist der Punkt, der sich direkt daran anschließt. Es gab zwei Videos von mir, die absolut durch die Decke gegangen sind. Und zwar zum einen die perversesten Momente in Mario und Zelda spielen. Dieses Video wurde Anfang 2018 auf meinem Kanal hochgeladen. Das war so die Zeit, wo so Leute wie Theo, ja, Akada hieß der, glaube ich. Oder Akada? Nee, der hieß Akada. Haben ständig solche Hype-Videos hochgeladen, so Hard-Clickbait-Videos. Und da dachte ich mir, ja komm, probier ich's auch mal. Und es hat funktioniert. 90.000 Aufrufe hat dieses Video inzwischen fast zusammen. Und ich weiß noch, ich war damals im Urlaub und ich habe meinen Abonnenten-Counter verfolgt. Der ist quasi minütlich gestiegen. Es war absoluter Irrsinn. Es waren Zahlen, die hatte ich so noch nie gesehen. Und das zweite Video, vielleicht habt ihr das ja sogar gesehen, das ist mein Video zum Englischabitur 2018, welches ich als unfair empfunden habe. Dieses Video hat 250.000 Aufrufe bekommen. 250.000. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt heute nicht mehr anschauen. Es war das 16-jährige Ich von mir, das sich über jeden Scheiß aufregen musste, ganz ehrlich. Naja, aber es hat dafür gesorgt, dass ein paar Leute mehr meinen Kanal gefunden haben. Und das ist ja auch was. Bildschirm abfilmen. Meine allerersten Videos sahen aus, als wären sie mit einer Kartoffel aufgenommen worden, was auch gar nicht mal so weit weg von der Realität ist. Sie wurden nämlich zuerst mit einer Digitalkamera gefilmt. Weil ich damals aber noch keine Ahnung hatte, dass es sowas wie ein Schnittprogramm gibt, habe ich sie in PowerPoint aneinandergelegt. Ja, in PowerPoint habe ich einzelne Folien gemacht und einfach die einzelnen Schnipsel zusammengefügt. Und ich wusste natürlich auch nicht, dass es sowas wie Bildschirmaufnahmeprogramme gab. Ja, woher auch? Man recherchiert mit 13 Jahren einfach noch nicht nach sowas. Und deswegen habe ich meinen Bildschirm einfach nochmal abgefilmt. Nochmal abgefilmt, wo die ganzen Videos in PowerPoint zu sehen waren. Ja, und raus kam dann halt das hier. Sieht nicht wirklich schön aus, aber waren nur so die ersten paar Monate meines Kanals. Q&A Nummer 0. Es gibt ja schon 3 Q&A-Videos auf meinem Kanal. Doch warte mal, sind es wirklich 3? Nein, es sind nämlich eigentlich 4. Ich habe nämlich schon mal ein Q&A-Video gemacht. Das war ein 100-Abonnenten-Special. Das war im Jahr 2017. Ich glaube im März. Es war ungefähr zu der Zeit, wo die Switch rauskam. Bisschen vorher, glaube ich, kann doch ein bisschen nachher gewesen sein, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber damals gab es gerade mal 5 Fragen, das sind doch inzwischen ein paar mehr. Creepy Mario Kart. Ja, ich habe tatsächlich mal eine Creepypasta geschrieben, und zwar zu meinem 64-Abonnenten-Special. Ja, ich habe einige Abonnenten-Specials gemacht. Diese Creepypasta, die handelt sich, ja, es ist eine Standard-Creepypasta. Es geht um ein verfluchtes Mario Kart DS-Modul, ja, in dem komische Dinge passieren, was sich dann zum Schluss auch auf die Realität auswirkt, man kennt's. Ich bin zum GameStop in der Innenstadt gegangen, um eine gebrauchte Version von Mario Kart DS zu kaufen. Eigentlich besitze ich das Spiel schon seit Jahren, aber ich wollte noch eine Version, um mit Leuten, die das Spiel nicht haben, alle Strecken fahren zu können. Unter Wasser.
der obere Eisberg. Ja, jetzt kommen wir schon zu Punkten, die etwas merkwürdiger werden. Alles bisherige war ja relativ selbsterklärend, relativ normal, aber jetzt wird's etwas kurioser. Beginnen wir mal mit die Siedler DS Review. Die Siedler DS ist dieses wunderschöne Spielchen hier. Zu diesem Video habe ich, ist auch schon ziemlich lange her, könnte 2015 gewesen sein, eine Review hochgeladen. Ja, ich habe mal Spiele reviewt, hat sich kein Mensch dafür interessiert, kann ich aber auch verstehen, die waren schlecht gemacht. Und ich habe dieses Spiel relativ abgestraft. Ich glaube, ich habe 3 von 10 Punkten vergeben, weil das Spiel ist verbuggt ohne Ende, es ist viel zu schwer, es hat keinen Multiplayer, es ist kein wirklich guter Port. Ich wusste damals gar nicht, das ist ein Port von Siedler 2 und das Spiel ist einfach uralt und auch schlecht geportet. Das Kuriose an dem Video ist, dass es bis heute, bis zum heutigen Tag, eines meiner erfolgreichsten Videos ist. Ich habe in meinem YouTube-Studio so eine Liste an den Videos, die besonders viele Aufrufe bekommen haben in letzter Zeit. Da ist dieses Video immer mit dabei. Immer. Ich glaube, es hat schon über 3000 Aufrufe inzwischen und ich habe keine Ahnung wieso. Es ist eine schlechte Review zu einem schlechten Spiel. Naja, dann wenigstens war das hier dann für irgendwas nützlich. Aber jetzt kannst du verschwinden, Spiel. Tierlist mit Facecam. Mein letztes Video war ja die Tierlist. Die Tierlist, wo ich deutsche Nintendo-YouTuber bewertet habe. Und vielleicht haben sich manche gefragt, warum ich das Video nicht mit Facecam aufgenommen habe. Die Antwort lautet, ich habe es mit Facecam aufgenommen, allerdings habe ich das dann letztendlich rausgeschnitten. Euch ist vielleicht dieser weiße Kasten da unten rechts aufgefallen. Ja, das ist eigentlich die Facecam, die ich aber überdeckt habe. Ich weiß nicht, was an dem Tag mit mir los war, aber ich habe unfassbar geschielt. Ich habe ständig woanders hingeschaut. Es war fürchterlich und ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, das Ganze nochmal aufzunehmen. Deswegen habe ich das dann einfach so hochgeladen. Ich gebe euch hier mal eine kleine Kostprobe, wie das Ganze im Original aussah. Dann kommen wir jetzt zu Nerd Over News. Nerd Over News, bin mir gar nicht sicher, warum der jetzt hier drin ist. Das ist eigentlich, der macht eigentlich nicht nur Nintendo-Videos, oder? Aber schon hauptsächlich, also macht halt Nintendo News. Ja, ist nicht wirklich ein Verlust. Kanalbeschreibung. Meine Kanalbeschreibung ist erst vor einigen Monaten geupdatet worden. Davor war es tatsächlich noch die ganz alte, die ich damals mit 13 Jahren verfasst habe. Ich bin Flashgame-Zocker. Du bist ein Zuschauer. Abonniere mich, und zwar sofort. Warum habe ich es überhaupt geändert? Ganz ehrlich, ich könnte es wieder rückgängig machen. Es ist eigentlich zeitlos. True Demon Train. Das ist ein Video, welches ich im Jahr 2018 hochgeladen habe. Ende Oktober müsste das gewesen sein. Ein Video, das so gar nicht zu meinen sonstigen Videos passt, und zwar ein Musikremix. Ja, tatsächlich, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und zwar, ihr kennt vielleicht Zelda Spirit Tracks, ist auch ein ganz wundervolles Zelda-Spiel. Am Ende gibt es dann den Kampf gegen den Dämonenzug, aber jede Soundtrack-Version, die es da zum Internet gibt, ist unvollständig. Das Ding ist, dass während dieses Kampfs hört man den Dämonenzug und den eigenen Zug, also die machen beide halt so, ja, Dampfzuggeräusche, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und das ist im offiziellen Soundtrack aber gar nicht drin, weil das ist ja vom Spiel abhängig, wie laut die sind. Und die habe ich in diesem Video eingefügt. Allerdings auch nur unvollständig. Es juckt mich irgendwie in den Fingern, da mal eine abgedatete Version rauszumachen. Hättet ihr da Bock drauf? Naja, ist mal in der Beschreibung verlinkt. Falls es euch interessieren würde, könnt ihr das ja dort mal in den Kommentar schreiben. Schaf als Profilbild. Ich hatte mal ein Schaf als Profilbild. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Dieses Schaf hier, das ist nicht mal ein Foto, das ich selbst gemacht habe. Das ist einfach von Google Bildersuche. Ich frag lieber nicht nach, warum ich genau dieses Schaf genommen habe. Ehrlich gesagt weiß ich es heute selber nicht mehr genau. Unter Wasser, der untere Eisberg. Jetzt kommen Geschichten, die schon deutlich merkwürdiger werden. Der grundlose Livestream. Ich habe ja vor etwas über einem Jahr, vor einem Jahr und einem Tag um genau zu sein, einen Livestream veranstaltet, in dem ich Nintendo-Spiele auf einer Tierlist bewertet habe. Ich habe allerdings schon ein paar Tage vorher einen Livestream gemacht, das war allerdings nur ein Testlauf. Ein Test-Livestream, den ich einfach mal gemacht habe, um zu gucken, wie man das alles so einstellt. Ich habe leider ein kleines Detail vergessen, und zwar, ich habe diesen Livestream nicht auf privat gestellt, der war tatsächlich öffentlich und ein paar Leute waren auch wirklich drin und haben sich dann gewundert, hä, was macht denn der Flashgame-Zocker da? Vielleicht gehört ihr ja zu den Leuten, die damals auch wirklich dabei waren. Die Zerstörung von Flashgame-Zocker. Das ist jetzt eine wirklich kuriose Geschichte. Von einem YouTuber namens Peter Silie, ja, das ist ein Doppelname, also Peter und dann Silie. Er hat eine Ansage gegen mich erstmal gemacht.
habe mir das Video vorher nochmal angeschaut, aber ich check's bis heute nicht. Ihr schaut es euch einfach selbst an, es ist in der Beschreibung verlinkt. Ich hatte da ein bisschen Diskussion mit ihm, habe ihm dann gesagt, ey, lass das, sonst melde ich dich wegen Copyright-Verletzung. Und er hat dann einfach noch ein zweites Video gemacht, nämlich die Zerstörung von Fleschkin circa. Das war vor der Zerstörung der CDU, möchte ich davor sagen, also das hat damit gar nichts zu tun. Auch dieses Video ist in der Beschreibung verlinkt, es war alles eine sehr merkwürdige Geschichte. Corona World Speedrun. Ich habe mal einen Speedrun gemacht zu einem Spiel namens Corona World. Das ist ein Satirespiel vom Bowser Ballett, wo man eine Krankenschwester spielt, die während der Corona-Pandemie in den Supermarkt geht und dort Klopapier kauft. Zu diesem Spiel habe ich, wie gesagt, einen Speedrun gemacht, diesen auf YouTube gestellt und ihn sogar von speedrun.com verifizieren lassen. Das hier bin ich. Warum ihr dieses Video dann wahrscheinlich nie gesehen habt? Naja, ganz einfach, es steht auf nicht gelistet. Also ihr könnt es nicht auf meinem Kanal sehen, sondern nur, wenn ihr den Link dazu habt. Aber natürlich packe ich auch diesen Link in die Beschreibung. Eieiei, da sind so viele Links inzwischen in der Beschreibung. Psycho Waluigi Part 13. Letztes Jahr habe ich ein Let's Play zu Psycho Waluigi gemacht. Das ist ein Fangame. Dieses Let's Play hatte 12 Parts und ich habe am Ende des 12. Parts gesagt, wo ich das Story-Final gemacht habe, es geht weiter, es gibt noch einen 13. Part, vielleicht noch einen 14. So viele, wie noch nötig sind. Diese kamen allerdings nie, und zwar aus einem bestimmten Grund. Es ist unfassbar scheiße, dieses Spiel auf 100% zu Let's Playen. Man muss Level einfach echt oft spielen, weil es richtig schwer ist, dort wirklich die goldene Krone zu bekommen. Spielt das Spiel mal selbst, dann werdet ihr verstehen, warum. Ich habe tatsächlich dann ein paar Monate später, habe ich das Ganze dann außerhalb von einem Let's Play gemacht. Ich glaube, das war jetzt Anfang dieses Jahres irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann. Da habe ich dann tatsächlich das Spiel zu 100% durchgespielt, privat. Ich könnte euch die neuen Level noch zeigen, wenn ihr drauf Bock habt. Aber ich glaube nicht, dass ihr wirklich drauf Bock habt, oder zumindest nicht die Mehrheit von euch, denn das Let's Play wurde nicht besonders gut geklickt. Rumänischer Zuschauer. Nennt mich Mr. Worldwide. Denn ich wurde unter anderem schon in den USA geschaut, in Brasilien, in Indonesien. Ja gut, könnte auch eine VPN gewesen sein, weiß man nie. Aber das Interessante ist, ich habe mal geguckt, welche Zuschauer meine Videos am längsten schauen. Die größte Watchtime mit über 5 Minuten haben meine Zuschauer aus Rumänien. Ich weiß nicht warum, ausgerechnet Rumänien, aber es ist so. Und die kürzeste Zuschauerzeit haben Zuschauer aus Bulgarien. Und nun kommen wir zum Grund des Eisbergs. Das sind jetzt wirklich die seltsamsten Stories aus der Geschichte meines Kanals und ich garantiere euch, dass euch mindestens ein oder zweimal die Kinnlade runterfallen wird. Fangen wir an. Nie veröffentlichtes Video. Ich habe noch relativ zu Beginn meiner YouTube-Karriere, ich glaube es war sogar noch 2014, ein Video gedreht, welches ich danach nie hochgeladen habe. Anscheinend war es selbst meinem damaligen Ich schon zu scheiße. Das Video existiert, soweit ich weiß, tatsächlich noch. Nicht bei mir, aber auf dem alten PC meiner Eltern existiert es bis heute. Ich könnte mal eine Reaction darauf machen. Vielleicht zu meinem 7-jährigen Kanaljubiläum, das ist dann im November. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht mal mehr das Thema, aber es muss scheiße gewesen sein. Es muss absolut scheiße gewesen sein. Pikachu auf dem Profilbild. Mein Profilbild, das habe ich jetzt schon seit einigen Jahren. Es ist tatsächlich nicht von mir selbst erstellt, es hat ein Zuschauer erstellt. Das müsste Narcogen gewesen sein. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Narcogen. Soweit ich weiß, schaust du mich noch. Allerdings habt ihr das Profilbild nie ganz gesehen. Denn auf YouTube sind Profilbilder ja ein Kreis und er hat es mir als Quadrat geschickt. Und wenn ich euch hier das vollständige Profilbild zeige, wo die Ecken nicht abgeschnitten sind, dann seht ihr, da ist Pikachu drauf. Das habt ihr noch nie gesehen. Anonymer Zweitaccount. Ja, ich habe einen anonymen Zweitaccount, mit dem ich Kommentare schreibe, bei denen ich nicht unbedingt erkannt werden möchte. Ich habe diesen Account bisher nicht allzu oft benutzt, aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja schon mal einen Kommentar von mir gesehen, ohne es zu wissen. Drittes virales Video. Ein drittes virales Video? Ich hoffe, es wird es nie geben, denn ja, die Universitäten haben immer noch geschlossen, nach 1,5 Jahren. Es gibt keine Hygienekonzepte, auch nicht jetzt, wo die meisten Leute geimpft sind. Auch ich bin schon zweimal geimpft, selbst jetzt, wo ich diesen Videodreh hier mache. Genau heute ist nämlich der Tag. Genau heute, wo ich dieses Video drehe, habe ich die 14-Tage-Frist hinter mir und ich bin von der Kontaktbeschränkung befreit. Und die meisten meiner Kommilitonen sind schon geimpft. Und wenn dann nächstes Semester die Unis immer noch komplett zubleiben, ganz ehrlich, dann mache ich ein Video. Weil das will ich dann nicht auf mir sitzen lassen. Das wäre dann einfach nur noch lächerlich. Ich hoffe aber eben trotzdem, dass ich ein solches Video niemals produzieren muss. Sitzt Fleschkin-Zocker im Rollstuhl.
das ist jetzt wirklich mit Abstand die kurioseste Geschichte, die mir in den fast 7 Jahren meines Kanals unterlaufen ist. Es war damals bei genau diesem Video, bei dem allerersten Q&A, bei dem Ur-Q&A im Jahr 2017, im März 2017, wo mir dann einer geschrieben hat, ein Kommentarschreiber, ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr, aber boah, tolles Video, du hast so eine Lebensfreude, obwohl du im Rollstuhl sitzt. Und ich dachte mir so, what? Und dann kam plötzlich eine ganze Armee von Leuten, eine ganze Armee, Heerscharen, die geschrieben haben, boah, du sitzt im Rollstuhl und machst trotzdem solche Videos, wie toll. Und es war so kurios. Und dann hat er auch noch ein Video dazu gemacht, weil ich habe halt gesagt, nee, ich sitze nicht im Rollstuhl, was habt ihr denn? Er sagt dann, ja, lieber Fleschgenzocker, sollst dich nicht schämen und so. Das ging über Wochen, wo die alle mich davon überzeugt waren, ich sitze im Rollstuhl. Ich weiß nicht, was damals los war, ob das eine Wette war, ob das ein Spaß unter Freunden war oder ob die tatsächlich von jemandem in die Irre geführt wurden. Es ist eine unfassbar kuriose Geschichte. Ich kann heute echt nur noch drüber lachen. Und es kam tatsächlich, ich glaube sogar 2 Jahre später, von dem ursprünglichen Initiator dieser Bewegung nochmal ein Kommentar zu meinem dann nächsten Q&A. Leider wurde nicht die Frage geklärt, warum du im Rollstuhl sitzt. Ich frage mich, ob von den damaligen Troll-Kommentatoren noch irgendjemand hier übrig ist. Wenn ja, schreib mir doch bitte mal. Es war sehr witzig. Aber ja, das waren 20 kuriose Fakten über meinen Kanal. Das nächste Video kommt dann vielleicht noch diesen Monat, aber ansonsten definitiv Anfang September. Wir sehen uns dann. Bis dann. Haut rein, euer Fleschgenzocker.